jetzt bereiten wir gerade unsere Patienten vor. Wir machen sozusagen alle Transportsicherungen weg vom Patient. Und wir haben uns ein schönes Szenario ausgedacht. Drapieren wir jetzt den Patient so hin, dass die Kollegen den nachher auch vorfinden können. Mitten im Ameisenhaufen, so wie sich gerade rausstellt. Naja, das ist ein älterer Herr, der mit seinem Sohnemann spazieren war in den Bergen, ein bisschen wandern. Und dann ging es ihm plötzlich schlechter, hat über Kopfschmerzen geklagt und musste sich dann hinsetzen und ist nicht besser geworden. Und ist dann dem Sohnemann so ein bisschen in die Arme gesackt, bewusstlos geworden. Und der Sohn hat dann ist mit Angst zu tun bekommen und hat die ADAC-Luftrettung gerufen. Und so finden wir ihn auf, was er sich noch gedacht hat. Naja, bewusstlose Person, habe ich mal gelernt im Erste-Hilfe-Kurs, müssen in die stabile Seitenlage. Das hat er versucht so ein bisschen hinzubekommen. Aber mehr ist sozusagen noch nicht gelaufen, bis die Kollegen von der Luftrettung kommen. Und dann schauen wir mal, was die machen mit dem Mann. Schauen die Luftwege, sind die frei? Sind frei. Wenn es auf dem Rücken liegt, dann schnarcht er so ein bisschen dann. Okay, ich habe aber jetzt schon hier den Kopf auf meinem Knie. Ja, dann wird es besser. Und wenn ich den S-Mark mache, wird es besser? Ja, wird es besser, geht's weg. Okay. Ja, schnauft mit der 5er Atemfrequenz. Ja, der Kopf explodiert. Gürteltubus geht rein. Und jetzt bitte Beatmungsmaske. Da hat er auch so einen Pass. So also ein Zettel, wo er immer beim Hausarzt kontrollieren muss. Aber wenn er so fit ist, dass er mit einer in die Berge geht, gell? Ja, eigentlich schon. Das ist jetzt auch alles viel besser. Das war vor 5-6 Jahren, wo halt das Problem mit dem Herz genau. war. Aber jetzt ist er eigentlich fit, wenn man langsam tut, gell? Unter der Ventilation geht die Zyanose zurück. Oh je, oh je. Alles gut, wir sind da.
Ja, wie weit unten die ist. So machen wir das. Und das uns beendet. Gut. Vielen Dank. Schluss zu haben, rationell. Ja. Ah, okay.